Willkommen zurück, liebe Zuschauer. Ein wichtiger Teil des Einrichten unserer privaten Cloud ist die Auswahl der richtigen Festplatten. Deshalb geht es in diesem Video darum, was dabei helfen kann und wie wir uns letztendlich einiges an Kopfschmerzen ersparen, indem wir Fehlkäufe vermeiden. Viel Spaß! Die offizielle Synology-Website ist immer unser bester Freund, wenn es darum geht, schnell an zuverlässige Informationen zu kommen. Wenn wir auf der Startseite runterscrollen, finden wir hier auch gleich den Reiter Kompatibilität. In diesem Video geht es um die HDDs und SSDs. Wir wählen also den ersten Link aus. Wir werden auf die Kompatibilitätsliste weitergeleitet. Hier taucht nun die Hardware auf, die von unserer Zentrale in Taiwan getestet wurde und reibungslos funktioniert hat. Wenn ein Modell hier nicht auftaucht, heißt das nicht zwangsweise, dass es nicht kompatibel ist, sondern nur, dass wir es noch nicht getestet haben und damit als NAS-Hersteller keine reibungslose Kompatibilität mit unseren Systemen garantieren können. Wie bei der Auswahl des passenden NAS gilt auch für die richtigen Festplatten, der individuelle Anwendungsfall ist entscheidend. Deshalb können wir oben zum Reiter Suche nach Synology-Produkt wechseln und erstmal das NAS, das wir vorhaben zu kaufen, auswählen. Wir gehen jetzt mal exemplarisch von einer DS218 Plus aus, die für einen etwas ambitionierteren Heimanwender und für kleine Unternehmen geeignet ist. Wir finden hier weitere Kategorien wie RAM-Module oder Expansionseinheiten und mit Klick auf Geräte finden werden uns hier sofort wichtige Zusatzhinweise angezeigt, die immer zur Kenntnis genommen werden sollten und die Liste für die DS218 Plus erscheint. Bitte beachten Sie hier auch unbedingt die Liste der inkompatiblen Modelle. Diese Festplatten haben in unseren Tests eindeutig versagt und sollten nicht in Kombination mit dem ausgewählten NAS benutzt werden. Da der Anwendungsfall so wichtig ist, produzieren die verbreiteten Hersteller für verschiedene Einsatzszenarien auch unterschiedliche HDD- und SSD-Typen. Diese Klassen sind hier auswählbar. Ich habe die verschiedenen Varianten im Detail schon in einem vorherigen Video erklärt, das über den ersten Link aus der Videobeschreibung zu finden ist. Da wir jetzt beispielhaft von einem ambitionierten Heimanwender ausgehen, wählen wir NAS-Festplatten aus. Wir können unseren präferierten Hersteller und die gewünschte Kapazität auswählen. So bekommen wir ruckzuck eine Liste mit den Modellen, die wir ruhigen Gewissens kaufen können. Etwas weiter unten finden wir zusätzlich einen Hinweis zu Festplatten, die nicht auf der Liste enthalten sind. Wenn gewünschte Hardware weder auf der Kompatibilitäts- noch auf der Inkompatibilitätsliste auftaucht, können wir hier über den Button Kontakt die detaillierten Informationen zur gewünschten Hardware eintragen, wodurch wir bei Synology dann intern die Festplatte überprüfen können.